Das Release der Minecraft.pe Beta-Version 0.12.0 steht bevor und Zombies können im Minecraft.pe Server neuerdings laufen. Das und mehr gleich in den YouTube-News von MCPE. Hallo und herzlich willkommen und kommen wir auch schon zur ersten Sache. Die Beta-Version der Minecraft.pe 0.12.0 geht eventuell schon diese Woche anstatt, da die offizielle Beta-Seite schon auf Google Plus existiert, wo ihr auch schon Join the Beta drücken könnt. Allerdings kriegt ihr dann eine Nachricht, dass es noch nicht funktioniert und wir hoffen natürlich, dass es bald hinzugefügt wird. Mit dem Start der Beta-Version kommen viele neue Features hinzu. Zum Beispiel können Nether-Portale jetzt nicht nur 4x4 Blöcke groß sein oder 4x5 Blöcke, sondern können bis zu 23x23 Blöcke groß sein, was natürlich eine große Erneuerung ist. Noch dazu kommen Comments, die wir auch bekommen, die ich letztes Mal nicht erwähnt habe. Und ein Feature, was ich das letzte Mal nicht erwähnt habe, absolut nicht, war die Musik, die wir natürlich auch bekommen werden. Das offizielle Release-Date der PC-Version bzw. der Windows 10 Edition ist natürlich am 29.07. Das ist ja schon bekannt gegeben worden. Da wird man das Ganze dann auch für Windows 10 erwarten können. Zombies können sich jetzt neuerdings auf Servern bewegen. Das hat einen Server geschafft namens DemToxCraft mit dem Owner Nentox. Und zwar haben es die hinbekommen, ein Plugin zu schreiben bzw. ein Plugin zu bekommen, mit dem sich Zombies tatsächlich bewegen können. Und das ist das erste Mal, dass sich Zombies auf Servern bewegen und einen sogar hitten können. Die Hits sind allerdings in dem Fall kein Verlust durch Leben, sondern ein ziemlich starkes Knockback von 7 bis 8 Blöcken, mit dem man natürlich einige Spielmodis neu rausbringen könnte und sagen, neue Ideen, neue Sachen, die es auch noch gar nicht gab in Minecraft.pe und so einzubringen. Und es ist natürlich ziemlich cool, zum Beispiel so eine Arena, wo man sich rumschubsen lassen kann, eine Plattform runterfallen kann und vieles, vieles mehr. Ist natürlich ziemlich cool, freue ich mich auch sehr drauf. Allerdings bewegen die sich noch ziemlich buggig, wie ihr im Gameplay vielleicht im Hintergrund seht, was ich schon offiziell spielen durfte. Und es ist ziemlich lustig, macht ziemlich viel Spaß und sie droppen sogar etwas. Und zwar Federn wie im Singleplayer. Das heißt, wir haben sozusagen Original-Zombies, die sich etwas verbuggt bewegen, also Singleplayer mit Plus-Features sozusagen. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich cool. Ich habe ein wenig über Minecraft Story Mode recherchiert und habe hier noch folgende Fakten für euch. In der ersten Staffel spielen folgende Schauspieler. Patel Oswalt, der auch den Hauptcharakter Jesse darstellt. Brian Porschel, Ashley Johnson, Scott Parter, Marta Plimpton, Dave Fennoy, Corey Feldman, Billy West und Paul Ribbons. In der Story geht es darum, dass der Hauptcharakter Jesse mit seinen Freunden zusammen den Orden des Steins verehren. Dieser besteht aus einem Architekten, ein Krieger, einem Creeper und einem Redstone-Techniker. Allerdings nach weiterer Forschung im Endercon finden sie etwas Schreckliches heraus und etwas Großes wird in die Welt entfesselt, was etwas Schreckliches auslöst. Nun müssen die Freunde zusammen den Orden des Steins wieder in die richtige Reihenfolge bringen. Ob sie das schaffen werden, das sehen wir allerdings. Des Weiteren wird das Spiel Minecraft Story Mode fast für alle Plattformen erscheinen. Und zwar für PC, für den Mac, für die PlayStation 4, für die PlayStation 3, für die Xbox One, für die Xbox 360 und für iOS und Android. Also könnt ihr das Spiel auch auf euren gut genug Handy genießen, denn das Handy muss gut genug sein, um die Spielleistung zu schaffen. Jedenfalls steht das in der Website und wir sind darauf gespannt, was für eine Leistung das Ganze erfordert. Und nun sind wir auch schon wieder bei der Frage des Tages angelangt und die heißt diesmal, was sagt ihr zu Minecraft Story Mode? Schreibt mir wie immer eure Antwort da unten in die Kommentare, ich werde sie mir durchlesen und bin sehr gespannt, was ihr da so schreibt. Würde mich sehr freuen, wenn es diesmal wieder mehr Leute schreiben würden. Und nun kommen wir auch schon zu den YouTuber-Erfolgen der letzten Woche und diesmal sind es eigentlich schon richtig viele. Und zwar haben wir als erstes den T-Plays. Dieser knackt die 500 Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Redmin mit 1600 Abonnenten. Fresh Games PvP mit 400 Abonnenten. Auch herzlichen Glückwunsch. Und Ocelot, der fast jede Woche bzw. jede Woche jetzt schon dabei ist. Und wie ich schon letzte Woche gesagt habe, hat die 1800 Abonnenten geknackt und ist auf einem sehr guten Weg zu 1900 Abonnenten. Und ich würde sagen, die 2000 schafft er auf jeden Fall locker noch in den nächsten 1 bis 2 Wochen. Herzlichen Glückwunsch an euch alle und ich würde sagen, das war's auch soweit mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da, dass ich weiß, dass ihr mehr davon haben wollt. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal, auf MCP Info News und allgemein alles über MCPE interessiert bist und alles Mögliche darüber hören willst, dann lass mir auf jeden Fall noch ein Abo da, würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao! Shake for a shake of